In diesem Video verrate ich dir, woran es liegen kann, dass es dir schwerfällt, Töne aus der Klarinette rauszubekommen. Mein Name ist Jessica Zehnpfennig und ich bin Klarinettenlehrerin und zeige dir, wie du mit Leichtigkeit und Freude Klarinette spielst und dein Klarinettenspiel zu einer Wohlfühloase in deinem Alltag machst und voller Ausdruck und Lebendigkeit musizierst. Ich möchte dir jetzt einen Grund nennen, warum es dir schwerfallen könnte, einen Ton rauszubekommen. Und zwar schauen wir uns einmal ein bisschen den Ansatz an. Oft ist es so, dass es passiert, dass Schüler zum Beispiel von mir passiert das öfter, dass sie mit dem Kiefer gegen das Blatt drücken, weil sie glauben, dass sie dann leichter einen Ton rausbekommen. Was passiert aber, wenn du mit dem Kiefer gegen das Blatt drückst? Du drückst das Blatt zu. Siehst du, da ist ja jetzt ein kleiner Spalt dazwischen. Und wenn du das mit deinem Kiefer zudrückst, dann passt da überhaupt gar keine Luft mehr durch. Und wenn keine Luft mehr durchpasst, dann kann auch gar kein Ton rauskommen. Denn der Ton, den wir produzieren, den produzieren wir mit unserer Luft. Und wenn die nicht durchkommt, dann kommt auch kein Ton raus. Ich probiere das mal aus, wenn ich das richtig fest zudrücke. Dann ist es sehr, sehr anstrengend und ich brauche sehr, sehr viel Kraft, um einen Ton zu produzieren. Und manchmal reicht es, dass es nur ein bisschen zu fest zugedrückt ist, dass es also nur halb offen ist. Und schon musst du dich mehr anstrengen, um einen Ton rauszubekommen. Und das kannst du ja mal ausprobieren, indem du jetzt erstmal nur Luft gibst und genau hinhörst. Passt da meine Luft durch? Und dann gibst du einfach noch mehr Luft, bis dann der Ton rauskommt. Also achte einfach nur darauf, dass die Luft durchpasst. Und schon könnte es sein, dass dein Problem, dass es schwierig ist, Töne rauszubekommen, behoben ist. Wenn dir meine Art gefällt, wie ich unterrichte und du mehr von mir willst, gibt es mehrere Möglichkeiten. Einmal, ich habe eine Facebook-Gruppe, die heißt Jessicas Klarinettenoase. Ich verlinke sie auch in der Infobox. Dort gebe ich regelmäßig kleine Inspirationen und ab und zu gibt es dort Übe-Challenges und kleine Workshops rund um das Thema Klarinette, wo ich auch kleine Themen behandle. Und ja, und ich würde mich freuen, wenn ich dich in der Gruppe begrüßen darf. Und alle weiteren Möglichkeiten, wie du mit mir zusammenarbeiten kannst, findest du auch in der Infobox. Ich freue mich auf dich.